Gleicher Lohn für gleiche Leistung. Man sollte meinen, dass dies in Deutschland längst selbstverständlich ist und es keinen Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern gibt. Leider nein. Ein Mann verdient im Durchschnitt 23% mehr als eine Frau für die identische Arbeit. Hier steht Deutschland sogar noch schlechter da als der europäische Durchschnitt. Aber das soll sich ändern. Annalena Lubitz und Sebastian Köbe waren beim Equal Pay Day in Hannover. Gleiches Geld für gleiche Arbeit. Das sollte im 21. Jahrhundert eigentlich selbstverständlich sein. Ist es aber nicht. Frauen verdienen immer noch durchschnittlich 23% weniger als Männer. Ein Tierpfleger verdient mehr und ist männlich besetzt als eine Altenpflegerin, wenn Sie sich das vor Augen halten. Das sind vergleichbare Tätigkeiten und die Gleichheit kann ich nicht erkennen. Am Freitag, den 23. März, war Equal Pay Day. Der Tag, bis zu dem Frauen arbeiten müssen, um so viel Geld zu verdienen, wie die Männer schon im Vorjahr verdient haben. Damit belegt Deutschland europaweit einen der hinteren Plätze. Am Platz der Weltausstellung machten mehrere Verbände wie der DGB, die Friedrich-Ebert-Stiftung oder verschiedene Parteien durch einige Aktionen auf den Tag aufmerksam. Wie man diese große Entgeltlücke endlich vermeiden könnte, weiß Brigitte Vollmer-Schubert, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hannover. Es hat sich gezeigt, dass Quoten hilfreich sind und dass einfach das Argument, es gibt keine Frauen, wir finden keine, die qualifiziert ist oder die Interesse dafür haben, ist einfach Blödsinn. In dem Moment, wo Quoten eingeführt worden sind und nach Frauen geguckt wurden, hatten Frauen die Chancen. Und dass sie qualifiziert sind, das zeigt sich inzwischen auf allen Abschlüssen, haben Frauen die besseren Noten, sie sind qualifizierter, aber sie haben trotzdem keine Chancen in der Wirtschaft oder auf Führungsposition zu kommen. Ich denke, da braucht es einfach Unterstützung und eine Quote ist ein guter Anlass dafür. Die Löhne der Frauen sind immer noch sinkend. Im nächsten Jahr soll es einen Entgeltunterschied von sogar 25% geben. Gleiches Geld für gleiche Arbeit ist also auch im 21. Jahrhundert noch immer nicht selbstverständlich.